Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens. Ich bin Professor an der Universität Passau und ich stelle Ihnen unseren Studiengang Legal Tech vor. Dieser Vortrag gliedert sich in drei Punkte. Zunächst mal werden wir gemeinsam erarbeiten, was eigentlich Legal Tech ist. Dann schauen wir uns an, wann und wie man das am sinnvollsten lernt. Und schließlich die Frage, warum sollten Sie das gerade in Passau studieren? Ich habe die Gliederung am rechten Rand der Folie eingeblendet, sodass Sie immer sehen, an welchem Punkt wir uns gerade befinden. Was ist Legal Tech? Nun, zunächst müssen wir klären, was Legal Tech nicht ist. Legal Tech ist nicht die handwerkliche Praxis des EDV-Einsatzes in juristischen Tätigkeitsfeldern. Sie lernen also nicht das Zehn-Fingerschreiben oder die Bedienung einer elektronischen Akte. Diese Fähigkeiten können Sie auch außerhalb der Universität, etwa an einer Volkshochschule, problemlos lernen. Ebenfalls nicht Legal Tech ist das Recht der Digitalisierung. Selbstverständlich behandeln wir im Studium den Zugang von E-Mails oder die Frage, was eine Textform ist. Dennoch sind solche Spezialthemen keine Legal Tech-Fragen, sondern Digitalisierungsrechtsfragen, die damit zwar in Berührung kommen, aber nicht notwendig zusammenhängen. Legal Tech umschreibt die Digitalisierung der Rechtsfindung. Das heißt, den Einsatz von Computern durch Anwälte, Richter und Unternehmensjuristen. Um einen sinnvollen Einsatz von Computern abzubilden, muss man zunächst klären, welche Arbeitsschritte lassen sich automatisieren und dann entsprechende Konzepte entwickeln, wie man diese konkret automatisieren kann. Andererseits stellt sich aber auch immer die Frage, wie weit darf man künstlicher Intelligenz vertrauen? Das heißt, inwieweit darf man auf die Arbeitsergebnisse, die solche automatischen Systeme erstellen, als Jurist vertrauen und entsprechend seine Entscheidungen darauf stützen? Beide Fragen sind Schwerpunkte unseres Studiums, das heißt sowohl die Automatisierung als solche, als auch das damit verbundene Vertrauen. Warum wollen wir überhaupt Legal Tech haben? Und zwar nicht nur als Studiengang, sondern auch als Gesellschaft. Nun, Zivilprozesse sind zu langsam. Ein Rechtsstreit vor einem Zivilgericht dauert in Deutschland im Schnitt 220 Tage von der Klageerhebung bis zum Urteil. Das ist fast ein Jahr. Trotzdem sind die Richterinnen und Richter allesamt überlastet und kommen kaum mit ihrem Arbeitsbestand zurecht. Gleichzeitig sind Rechtsstreitigkeiten viel zu aufwendig. Das zeigt sich auch daran, dass der durchschnittliche Deutsche erst dann vor Gericht zieht, wenn es über 1840 Euro oder mehr geht. Das heißt, kleinere Streitigkeiten, etwa Betrügereien bei eBay oder Mängel bei billigen Verbrauchsgütern, landen im Normalfall nicht vor Gericht, weil der Aufwand zu hoch ist. Gleichzeitig ist das Ganze extrem personalintensiv, was uns als Juristen natürlich zugutekommt, weil es garantiert, dass viele Juristen auch einen Arbeitsplatz kriegen. Trotzdem gibt es die Gefahr, dass es irgendwann nicht mehr genug Nachwuchs gibt. Bis 2030 gehen 40% der heute im Amt befindlichen Richterinnen und Richter in den Ruhestand. Das heißt, da müssen dann neue Leute herangezogen werden. Ob da wirklich die Menge auf dem Markt verfügbar ist an hochqualifizierten Juristen, wissen wir jetzt noch nicht. Gleichzeitig ist man sich aber einig, dass zwischen einem Drittel und der Hälfte der Aufgaben einer rechtlichen Tätigkeit vollständig automatisiert werden können. Dann bietet es sich an, diese Automatisierungsmöglichkeiten zu nutzen und Menschen wegzurationalisieren. Das haben wir auch in anderen Branchen erlebt. Und auch die Rechtswissenschaft ist davon natürlich nicht auszunehmen, dass sie sich über Optimierungen Gedanken machen muss. In der Tat, wenn Sie sich durch die Presse durchschlagen, stellen Sie fest, es gibt durchaus Studien, die sagen, zwischen 23
oder sogar 50% eines Junganwaltes sind eigentlich Aufgaben, die ein Computer erledigen könnte. Und dann muss man sich natürlich als Partner einer Großkanzlei fragen, soll ich Geld in Menschen investieren, die ich hinterher ohnehin auf die Straße setzen muss? Oder kann ich nicht einfach einen Algorithmus einsetzen, den ich einmal bezahle, der sich aber langfristig rentiert? Wenn Sie sich die typischen Arbeitsschritte eines Juristen ansehen, dann kann man auf all diesen Ebenen Computer einsetzen. Das beginnt bei der Tatsachenermittlung. Als ich noch studiert habe, war es üblich, bei großen Unternehmenskäufen in einen Data Room zu gehen, wo stapelweise staubige Papierakten lagen. Und dann wurde eine Menge von jungen Anwälten in diesen Raum gesetzt, die sich dann durch diese Aktenberge durchfräsen mussten, bis sie am Ende dann herausgefunden haben, wo dann die schwarzen Schafe oder Leichen im Schrank lagen. Heute kann man das zumindest teilweise automatisieren, denn die Aktenberge sind heute nicht mehr auf Papier, sondern digital vorhanden und mit entsprechender Recherchesoftware kann man zumindest Auffälligkeiten automatisiert erkennen und braucht dann weniger Menschen. Ebenso Rechtsgrundlagen und Meinungsstände sichten. Früher musste man in eine Bibliothek gehen und Bücher durchwälzen, bis man irgendwas gefunden hat. Heute haben wir juristische Fachdatenbanken und langfristig werden wir auch zunehmend unsere Rechtsprechung digitalisieren und automatisiert auswerten können, sodass Sie auf Knopfdruck herausfinden können, was der aktuelle Streitstand ist. Der zweite Schritt, der die juristische Tätigkeit ausmacht, ist das Bilden einer eigenen Meinung und deren Begründung. Eine eigene Meinung ist naturgemäß subjektiv. Als Anwalt ist diese allerdings durch den Mandanten schon vorgefärbt. Man sollte also versuchen, dessen Interessen bestmöglich zu vertreten. Auch hier gibt es Formulierungshilfen und es gibt mit Sicherheit auch andere Hilfsmittel, die etwa damit Textbausteinen oder Textgeneratoren arbeiten. Trotzdem ist dieser Bereich der Tätigkeit noch nicht stark automatisiert, aber zunehmend von Hilfsmitteln betroffen. Schließlich produziert ein Jurist bestimmte Arbeitsergebnisse, sei es ein Schriftsatz an ein Gericht, ein Antrag an eine Behörde, ein Urteil oder ein Bescheid. Und diese Ergebnisse sind oftmals stark formalisiert, sodass hier auch wieder Digitalisierung möglich ist. Bereits heute mögen Ihnen erste Legal Tech-Angebote begegnet sein. Sehr bekannt ist etwa der Anbieter Flightride, bei dem Sie für verspätete Flüge eine Entschädigung erhalten können. Dieser lässt sich dazu Ihre Ansprüche gegen die Fluggesellschaft abtreten und wird dann auf Provisionsbasis in Höhe von 20 bis 30% des erhaltenen Betrages für Sie tätig. Sie müssen nicht viel mehr tun als ein Formular ausfüllen und schon kümmern die sich um alles. Derartige Dienstleistungen sind auch für andere Bereiche üblich. Sie können etwa zur Verteidigung gegen Bußgeldbescheide oder Ähnliches auf entsprechende Online-Dienstleister zurückgreifen. Ebenfalls bekannt sind Ihnen vielleicht Seiten wie frageinenanwalt.de. Dort erhalten Sie einen Kontakt zu einem echten Anwalt, ohne persönlich irgendwo hinfahren zu müssen, sondern einfach indem Sie online Ihre Fragen stellen und dann eine Antwort erhalten. Mit Legal Tech hat dies auf den ersten Blick zunächst mal wenig zu tun. Allerdings sind einige der Portalbetreiber schon so weit, dass sie anfangen, die bereits gegebenen Antworten durch KI-Systeme erfassen zu lassen, um so bei künftigen Anfragen bereits automatisiert einen Entwurf für eine Antwort vorzulegen, sodass die eigentliche Beratungstätigkeit erheblich erleichtert wird, weil man schon auf Standardfragen Antworten parat hat, ohne dass da ein besonders fachkundiger Mensch individuell prüfen muss. Das heißt, die eigentliche Beratungstätigkeit beschränkt sich dann auf die Prüfung, ob der konkrete Rat auch auf den Fall zutrifft und gegebenenfalls erforderliche Randkorrekturen. Das Potenzial von Legal Tech ist extrem hoch, gerade dann, wenn es um langweilige und sehr eintönige Arbeiten geht.
Das betrifft etwa die Überprüfung, ob ein Vertrag wirksam oder unwirksam ist, das heißt, ob alle Vorgaben der Rechtsprechung bei bestimmten Regelungen eingehalten sind. Und hier kann eine KI selbst gute Anwälte schlagen. Das haben verschiedene Tests bewiesen. Die KI ist zwar dumm, insoweit als sie von Recht keine Ahnung hat, aber im Mustererkennen schlägt sie jeden Menschen. Und insoweit gibt es große Felder, wo Künstliche Intelligenz möglicherweise sogar bessere Beratung leisten kann als ein Mensch. Die heutigen Anwälte sehen die Legal Tech Entwicklung durchaus positiv. Ungefähr 2/3 der Anwälte sehen darin eine große Chance für die Zukunft. Allerdings gibt es natürlich auch eine nicht unerhebliche Gruppe, die das Ganze als Gefahr für ihre eigene wirtschaftliche Tätigkeit sehen und andere, die das Ganze nur als Blase sehen, die irgendwann wieder vergehen wird. Heute reden wir über Legal Tech, vielleicht morgen aber nicht mehr. Dennoch ist die Zahl eindeutig. Die meisten Anwälte halten das Thema für sehr wichtig. In der Tat, wenn Sie sich die Berufschancen ansehen, wird das auch sehr deutlich. Während grundsätzlich die Nachfrage nach Juristinnen und Juristen weitgehend konstant bleibt, hat Legal Tech in den letzten Jahren stetig ein Wachstum verzeichnet. Legal Engineers oder Legal Tech Berater werden überall gesucht, sowohl in Großkanzleien als auch bei selbstständigen Unternehmen. Also ein deutlich wachsender Markt, dem Sie sich auf jeden Fall annehmen sollten. Wie lernen Sie nun Legal Tech? Wenn das doch so ein wichtiges Thema ist, sollte man meinen, dass es eigentlich Bestandteil der normalen Juristenausbildung ist. Aber die normale Juristenausbildung verlangt von Ihnen vor allen Dingen viel Detailwissen. Sie werden am Ende eines juristlichen Studiums Theorien zum Erlaubnis-Tatbestandsirrtum gelernt haben. Sie werden wissen, was eine strenge Schuldtheorie, eine eingeschränkte Schuldtheorie und eine rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie sind. Aber Sie haben damit erstmal nur Wissen angehäuft, was Sie auf Wunsch abspulen können. Das ist in der Beratungspraxis natürlich wichtig. Wenn jemand eine Frage hat, können Sie nicht jedes Mal sagen, das muss ich erst nachschauen, sondern Sie müssen ihm relativ kurzfristig auch eine brauchbare und fundierte Antwort geben. Alleine reicht das aber nicht. Regelmäßig brauchen Sie auch Recherchekompetenz, die darin besteht, dass Sie Suchanfragen an Datenbanken effizient formulieren können, Ergebnislisten schnell ausfiltern können und vor allen Dingen Texte schnell lesen und auswerten. Das sind Kompetenzen, die im Studium kaum abgebildet sind, so dass schon die Grundfähigkeiten eines Juristen kaum vollständig abbildbar sind. Und in der Tat, wenn Sie die heutige Anwaltschaft fragen, dann sagen Sie zu 68% Ihrem Nachwuchs fehlt es an IT-Kompetenz. Immerhin noch 24% sagen, der Anwaltsnachwuchs denkt nicht unternehmerisch genug, er denkt nur in Paragraphen, aber nicht in Euro und Cent, obwohl man am Ende ja irgendwie seinen Unterhalt aus dieser Tätigkeit bestreiten muss. Wenn Sie überlegen, wenn Sie heute anfangen, hat ein Jurastudium eine Regelstudienzeit von 10 Semestern, das sind 5 Jahre. Das heißt, bei einem Studienbeginn im Jahr 2021 sind Sie erst im Jahr 2026 mit Ihrem Studium fertig. Danach müssen Sie 2 Jahre Referendariat machen. Möglicherweise haben Sie vorher eine Wartezeit oder wollen noch promovieren. Das heißt, Sie sind ungefähr in 7 bis 8 Jahren auf dem Arbeitsmarkt. Wenn wir die Entwicklung beobachten, dann werden Sie dann zwangsläufig mit Digitaltechnologien konfrontiert. Dass das so sein wird, folgt zum einen aus dem Kostendruck auf die Kanzleien, denn um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man zumindest die gleichen Kosten haben wie die Konkurrenz, wenn nicht sogar billiger sein, um einen höheren Gewinn zu erzielen. Aber auch der Staat hat nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung, denn man will ja keine endlose Neuverschuldung, sondern man will auch im Staat die Kosten und damit die Steuerlast für die Bürger gering halten.
Wenn es also die Möglichkeit gibt, Personal durch Automatisierung zu sparen, werden sowohl die Privatwirtschaft als auch der Staat diese wahrnehmen. Einzige Voraussetzung ist, dass diese entsprechenden Systeme zuverlässig und vorhersehbar sind. Schließlich gibt es eine große Gefahr, wenn man solche Systeme zu naiv einsetzt. So kann man sich natürlich nicht blind auf alles verlassen, was ein Computer ausspuckt, solange man nicht geprüft hat, auf welcher Grundlage der Computer zu seinem Ergebnis gelangt ist. Wenn Sie aber gar nicht wissen, mit welchen Methoden ein Computer arbeitet, was die Datenquellen sind oder ähnliches, ist diese Blackbox für Sie nicht kontrollierbar. Ein Jurist darf sich aber nie auf etwas verlassen, was er nicht verstehen kann, sodass im Grunde die ganze Technologisierung wertlos würde, wenn wir keine fähigen Menschen für deren Einsatz hätten. Diese Erkenntnis haben auch viele aktuelle Studierende. Die meisten sagen auf einer Skala von 0 bis 7, dass sie ungefähr 2,4 über Legal Tech wissen. Das heißt, bei 3,5 würden sie ungefähr 50% von dem wissen, was sie gerne hätten. Sie bewegen sich aber eher Richtung 0. Das heißt, sie wissen nichts davon. Umgekehrt sagen sie aber, sie würden sehr gerne mehr wissen. Mit 5,6 ist es ein sehr deutlicher Ausschlag gegenüber 4,0, was heißt, wir wollen auf keinen Fall mehr, oder weniger als 4 würde heißen, wir wissen sogar schon zu viel. Wenn aber schon die jetzigen Staatsexamensjuristen wissen, dass sie gerne mehr bräuchten, es aber nicht kriegen, sollten sie als Studienanfänger möglichst diese Fehler vermeiden. Kann man nicht Legal Tech später nachholen? Nun, natürlich können Sie das. Sie können Weiterbildungsveranstaltungen besuchen. Sie können auch LLM-Studiengänge besuchen. Allerdings sollten Sie berücksichtigen, dass dies nach der normalen juristischen Ausbildung ist. Das heißt, Sie haben dann schon mindestens 7 Jahre hinter sich. Wollen Sie nicht auch irgendwann mit dem Beruf anfangen? Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit. Darüber hinaus sind solche Weiterbildungsprogramme meistens so, dass Juristen unter sich sind. Das heißt, sie haben keinen Kontakt zu echten Informatikern oder Betriebswirten in Ausbildung, sondern maximal haben sie Referenten, die aus diesem Bereich kommen und ihnen dann etwas vermitteln. Darüber hinaus müssen sie dafür natürlich mit Kosten rechnen. Ihr Universitätsstudium ist kostenlos. Demgegenüber kosten Weiterbildungsprogramme in aller Regel Geld. Und schließlich, Weiterbildung richtet sich regelmäßig auf anwendungsorientierte Aspekte, während wir hier versuchen, wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen Ihnen an der Universität auch ethische, rechtsphilosophische und rechtsökonomische Aspekte zu vermitteln und nicht nur die harten Fakten, was momentan auf dem Markt ist. Denn das kann sich in 7 Jahren selbstverständlich noch erheblich verändern. Und um es nicht zu unterschätzen, Sie haben, wenn Sie in einem normalen Studium sind, selbstverständlich Kommilitonen, die Sie auch in der Mittagspause oder abends treffen können, während Sie bei einem Fachstudiengang normalerweise nur Ihre Mitkommilitonen treffen, die in demselben Fachstudiengangkurs sind oder in dem Weiterbildungsprogramm und damit eben auch keine Netzwerkbildung mehr ernsthaft betreiben können. Warum sollten Sie nun Legal Tech gerade in Passau studieren? Nun, die einfachste Antwort wäre, es gibt diesen Studiengang noch nirgendwo anders. Allerdings gibt es verschiedene Universitäten, die entsprechende Programme aufbauen wollen, so dass wir diese Alleinstellung nicht dauerhaft behaupten können. Der erste Grund ist, dass Passau eine sehr schöne Stadt ist und auch unser Juridikum sehr modern und schick ist. Das Juridikum ist ein Gebäude, in dem Sie sich regelmäßig aufhalten werden. Dort finden Sie die meisten Professoren, einen großen Hörsaal und verschiedene Seminarräume, vor allen Dingen aber auch unsere Bibliothek. Darüber hinaus ist unser Studium auch ausgezeichnet, und zwar nicht von uns selber, sondern von einem Drittanbieter.
Im Rahmen der Digital Study 2020 haben wir einen Award als digitaler Vorreiter bekommen und einen weiteren für das beste E-Learning-Angebot. Insoweit können Sie sich zumindest sicher sein, dass auch Dritte die Qualität dieses Angebots anerkennen. Warum aber jetzt gerade unser Angebot? Was macht es so gut? Nun, wir verfolgen ein Konzept, das wir bezeichnen als Jurastudium Plus. Das bedeutet, Sie kriegen ein volles Staatsexamenstudium plus zusätzliche Veranstaltungen der Wirtschaftsinformatik. Das ist anders als bei vielen Bachelorstudiengängen, die den Titel Wirtschaftsjurist haben, wo teilweise ganze Rechtsbereiche, etwa das Strafrecht, fehlen und die letztendlich nur eine geringe Deckungsgleichheit mit dem normalen Staatsexamen haben. Darüber hinaus ist unser Studiengang grundlegend interdisziplinär. Das bedeutet, Sie gehen in dieselben Veranstaltungen, in die auch Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler gehen, genauso wie Sie auch dieselben Veranstaltungen wie unsere Jurastudenten besuchen. Das Ganze ist darüber hinaus auch praxisorientiert. Wir behandeln von Anfang an Themen und fragen uns, wie können wir die digitalisieren? Das fängt an mit einfachen Rechnern für Zinsen oder Minderungsquoten und geht bis zu komplexeren Entscheidungsbäumen und Textanalyse-Tools. Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen aber auch ein paralleles Doppelstudium. Passau ist gerade auch dank seines Universitätsrepertoriums und seines Instituts für Rechtsdidaktik deutschlandweit als hervorragender Studienort für Rechtswissenschaft anerkannt. Und wenn Sie in Passau studieren, können Sie gleich zwei Nägel mit einem Streich schlagen. Sie können nämlich Jura und LLB parallel absolvieren. Was unterscheidet nun ein normales juristisches Staatsexamensstudium von einem echten Bachelorstudium? Nun, beim Staatsexamen haben Sie 9 Semester Studium und ein Semester für die staatliche Pflichtfachprüfung. Den Bachelor schaffen Sie dagegen in 8 Semestern inklusive aller Prüfungen. Die Prüfungen beim normalen juristischen Staatsexamen kommen erst am Ende, nämlich 6 Klausuren und eine mündliche Prüfung sowie eine universitäre Schwerpunktbereichsprüfung, die derzeit aus einer Klausur, einer Seminararbeit und einem Vortrag nebst Diskussion besteht. Im Bachelor sind die Prüfungen studienbegleitend, das heißt im Normalfall Klausuren und eine 6-wöchige Bachelorarbeit, die im letzten Semester des Studiums geplant ist. Im Staatsexamen sind 70% der Prüfungen außerhalb der Universität beim Landesjustizprüfungsamt. Das heißt, sie werden geprüft von Richtern, Staatsanwälten und Verwaltungsbeamten und nicht unbedingt von ihren Professorinnen und Professoren. Nur 30% der Prüfungen werden an der Universität durchgeführt, das heißt von den Personen, die sie auch unterrichtet haben. Demgegenüber sind alle Prüfungen im Bachelorstudiengang an der Universität, das heißt, es prüfen Sie die Leute, die Sie auch im Studium schon kennen und lieben gelernt haben. Da der Staatsexamensstudiengang 10 Semester dauert, während der Bachelorstudiengang nur 8 Semester dauert und zudem Veranstaltungen aus der Wirtschaftsinformatik enthält, mussten wir bestimmte Veranstaltungen des normalen Jurastudiums weglassen. Konkret geht es zunächst mal um die Grundlagenfächer. Es entfallen die deutsche und römische Rechtsgeschichte, die Methodenlehre und die Einführung in die Rechtswissenschaft. Stattdessen erhalten Sie Einführung in die Wirtschaftsinformatik, Grundzüge des anwaltlichen Berufsrechts und vor allen Dingen Anwendungen von Legal Tech. In diesem Zusammenhang behandeln wir natürlich auch ethische und rechtsphilosophische Fragen, aber es gibt diese nicht mehr in einer einheitlichen Blockveranstaltung. Sie können allerdings diese Veranstaltungen parallel zu Ihrem Bachelorstudiengang besuchen. Ebenfalls nicht vorgesehen sind Schlüsselqualifikationsveranstaltungen zu Rhetorik oder Verhandlungsmanagement.
Solche Veranstaltungen bietet in Passau das Zentrum für Kompetenzen an und dort können Sie selbstverständlich an Veranstaltungen teilnehmen. Allerdings gehen wir davon aus, dass Sie entsprechende Kompetenzen auch im Rahmen der Kleingruppenveranstaltungen des LLB erlernen, wo es etwa Programmieren als Gruppe gibt oder die Entwicklung von kleinen Projekten. Ebenfalls, und das ist vielleicht am schwerwiegendsten, mussten wir einige Spezialvorlesungen wegfallen lassen. Das betrifft zum einen das Kommunalrecht, das Familienrecht, das Verfassungsgerichtsbarkeitsrecht, das bayerische Verfassungsrecht, das Staatshaftungsrecht und das Erbrecht. Allerdings werden Grundzüge des Staatshaftungsrechts regelmäßig auch im allgemeinen Verwaltungsrecht behandelt und die Verfassungsgerichtsbarkeit bereits im Grundkurs Staatsrecht, so dass Ihnen hier nur Details fehlen. Sie können diese entweder selbstständig nacharbeiten oder die entsprechenden Veranstaltungen neben Ihrem Bachelorstudiengang besuchen. Insgesamt betroffen sind 9 Semester Wochenstunden. Das ist also eine sehr überschaubare Menge, wenn Sie einen Studiengang von 8 Semestern betrachten, die Sie entweder im Nachhinein machen können oder parallel zum Studiengang besuchen können. Etwas schwerwiegender ist, dass die Übungen für Fortgeschrittene nicht im Studiengang vorgesehen sind. Das betrifft vor allen Dingen Hausarbeiten im öffentlichen Recht und im Strafrecht. Die Klausuren schreiben Sie hingegen im Zivilrecht, denn zur Übung für Fortgeschrittene im Zivilrecht gehören namentlich die Klausuren zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen und zum Immobiliarsachenrecht, die beide Pflichtklausuren im Bachelorstudiengang sind. Es fehlen Ihnen also nur Hausarbeiten und diese können Sie in der vorlesungsfreien Zeit auch in einem Bachelorstudiengang absolvieren. Es fehlt darüber hinaus die fachspezifische Fremdsprachenausbildung, also ein Kurs über Business English bzw. Legal English in diesem Fall. Diesen Kurs können Sie auch besuchen, allerdings ist er nicht Pflichtbestandteil dieses Studiums. Empfohlen wird die Teilnahme aber dennoch, denn regelmäßig werden Sie sich auch in englischer Sprache mit Mandanten oder Geschäftskollegen auseinandersetzen müssen. Last but not least fehlt das komplette Schwerpunktbereichsstudium. Allerdings können Sie, wenn Sie in Passau bleiben, sich bestimmte Veranstaltungen und gegebenenfalls auch Ihre Bachelorarbeit anrechnen lassen, sodass hier bestimmte Leistungen entfallen. Im schlimmsten Fall, wenn Sie also etwas ganz anderes machen wollen, müssen Sie zusätzliche 12 bis 14 Semesterwochenstunden machen. Das ist ungefähr ein Semester, im schlimmsten Fall 2 Semester, die Sie problemlos nachholen können. Last but not least ist im Stundenplan natürlich nicht vorgesehen die Examensvorbereitung und das Schreiben der Staatsexamensklausuren bzw. der Besuch der mündlichen Prüfung. Aber auch dies können Sie entweder in der Endphase Ihres Bachelorstudiengangs oder direkt im Anschluss nachholen. Passau bietet Ihnen dazu ein hervorragendes Universitätsrepetitorium, das auch schon mehrfach preisgekrönt wurde und am Institut für Rechtsdidaktik betreut wird. Last but not least lassen Sie mich noch kurz auf die möglichen Berufswege hinweisen. Mit dem LLB als solchen können Sie in die Beratung, Konzeption und Unterstützung von staatlichen und privaten Stellen einsteigen. Allerdings lassen Sie mich da schon einen Vorbehalt aussprechen. Im Staatsdienst selber gibt es kaum Jobs für Leute, die ausschließlich einen Bachelor in Legal Tech haben, denn dort erwartet man von Juristen, dass sie 2 Staatsexamina haben und damit die Befähigung zum Richteramt. Der eigentlich attraktive Bereich wird erworben, indem Sie entweder einen Masterstudiengang anhängen, womit Sie etwa einen MBA oder einen LLM machen und damit als Compliance Officer oder Datenschutzbeauftragter bzw. Datenschutzbeauftragte tätig werden können. Der von uns dringend empfohlene Königsweg besteht allerdings darin, dass Sie neben dem LLB das erste und zweite Staatsexamen absolvieren. Damit können Sie selbstständig oder als angestellter Anwalt bzw. Anwältin, als Richterin oder Richter, als Unternehmensjuristin oder Unternehmensjurist oder in einer Behörde in leitender Stellung tätig werden.
Damit hätten sie eine Doppelqualifikation, wären für den Arbeitsmarkt besonders qualifiziert und könnten die Zukunft aktiv mitgestalten. Um abschließend noch auf ein paar häufig gestellte Fragen einzugehen. Geht es in diesem Studiengang nur um Technik? Müssen wir also alle Hacker und Computerfreaks sein? Ganz im Gegenteil ist ein Großteil dieses Studiengangs auf die wissenschaftliche Untersuchung von Legal Tech ausgerichtet. Das bedeutet, wir gucken uns Aspekte an wie Ethik, die verantwortungsvolle Nutzung von Technologie, aber natürlich auch die Bereiche, wo es im Interesse der Gerechtigkeit sinnvoll ist, um der Allgemeinheit Zugang zum Recht zu gewähren, Digitalisierung und Automatisierung zu nutzen. Sie müssen also kein Hacker sein. Die notwendigen Fähigkeiten vermitteln wir Ihnen im Studium und wir bewegen uns da aus der Perspektive eines Informatikers ganz in den Grundzügen. Der Schwerpunkt liegt eher auf der Bewertung. Parallel stellt sich natürlich die Frage, warum so viel Wirtschaftswissenschaft? Es geht doch um Legal Tech und nicht um Legal Economics. Allerdings ist die Frage, wo man automatisiert und rationalisiert, eine Frage, die mit ökonomischen Methoden untersucht werden muss. Und das sind Sachen, die der Arbeitsmarkt dringend braucht. Leute, die programmieren, gibt es sehr günstig und sehr viele. Während Leute, die Recht und eine Effizienzbetrachtung beherrschen, auf dem Arbeitsmarkt noch Mangelware sind. Wenn Sie also keine wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnisse haben, können Sie auch kaum einen Verfahrensablauf vernünftig modellieren und später automatisieren. Das heißt, das ökonomische Denken ist eine notwendige Grundfähigkeit, um mit Legal Tech zu arbeiten. Eine letzte Frage klingt vielleicht ein wenig ironisch. Warum müssen wir so viel Jura machen? Anders ausgedrückt, warum müssen wir zum Beispiel das Baurecht beherrschen oder das Gesellschaftsrecht? Es gibt durchaus Studiengänge wie Wirtschaftsjurist, die große Teile des rechtswissenschaftlichen Studiums weglassen, insbesondere große Teile des Strafrechts. Um allerdings von Juristen ernst genommen zu werden, muss man auch eine entsprechende Ausbildung vorweisen können und dazu gehören fundierte Kenntnisse in allen drei Rechtsgebieten, im Zivilrecht, im Strafrecht und im öffentlichen Recht. Wir haben uns daher von Anfang an entschieden, Ihnen ein vollwertiges Jurastudium zu geben mit einer wesentlichen integrierten Zusatzqualifikation. Das hat den großen Vorteil, dass Sie parallel das Staatsexamen machen können, aber auf jeden Fall Ihre Kompetenz nachweisen können, dass Sie ungefähr genauso viel wissen wie ein examinierter Volljurist. Das heißt, hier können Sie von vornherein zwei Qualifikationen erwerben und daher haben wir von vornherein auch im Studium beide Wege parallel integriert. Ich freue mich über Ihr Interesse und würde mich besonders freuen, wenn Sie ein Studium in Passau aufnehmen würden. Vielen Dank!